Hallo zusammen, das wird diesmal ein kurzes und sehr, sehr knackiges Video, und zwar über den Rotklee. Aufgenommen habe ich das Video direkt vor dem Ortsschild von meinem Dorf. Ihr seht im Hintergrund eine Bundesstraße und hier vorne den Rotklee. Rotklee wird bereits seit dem 11. Jahrhundert gezielt angepflanzt als Futterpflanze und auch als Bodenverbesserer. Dadurch, dass sie halt den Stickstoff sammelt, macht sie eine Verbesserung des Bodens, und bei einer Dreifelderwirtschaft wird das jetzt praktisch dann untergeeckt und nächstes Jahr ist da etwas anderes drauf auf dem Feld. Hildegard von Bingen hat auch bereits in ihrer berühmten Physika über die Heilwirkungen von Rotklee gesprochen oder vielmehr aufgeschrieben. Und da möchte ich jetzt heute ganz, ganz kurz mal drauf eingehen, für was wir den Rotklee alles verwenden können. Meine Quellen sind diesmal NetDoktor, Zentrum der Gesundheit und Wikipedia. So, jetzt aber mal losgegangen, genug gequatscht. Rotklee, sagt man nach, dass es für die Frauen in den Wechseljahren das Superkraut schlechthin ist. Gegen Schweißanfälle, schaut mal bei Salbei rein, habe ich auch ein Video zu gemacht. Das wirkt auch gegen diese Hitzeanwallungen. Bei mir selbst getestet, ja, wenn ich dran denke, und ich trinke regelmäßig meinen Salbei-Tee, funktioniert das. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert mit dem Klee, werde ich aber auch demnächst mal ausprobieren. So, auf jeden Fall, wie gesagt, gegen Hitzewallungen bei den Wechseljahren, und das kommt daher, dass der pflanzliche Anteil an Östrogen sehr, sehr hoch ist. Und genau diese Sachen scheinen auch, in Versuchen hat man das herausgefunden, gegen Blutfette und damit gegen die Verkalkung von Blutgefäßen zu wirken. Und zwar sollen die Triglyceride und das schädliche LDL-Fett gesenkt werden. Die Knochendichte soll bei Frauen erhöht werden, die in den Wechseljahren sich befinden. Für die Haut hat es natürliche Antioxidantien, die die Hautalterung vermindern sollen, gerade die lichtbezogene Hautalterung, also durch Sonne. Und auch die Spannkraft der Haut soll erhöht werden. Ebenso ist nachgewiesen, dass Akne tatsächlich gemindert wird, nicht unbedingt weggeht, aber gemildert oder gemindert wird. Wie können wir das jetzt nun machen? Am besten nimmt man, wenn man es roh essen möchte, Rotkleeblüten an einen Salat hinzugeben. Sieht nicht nur nett aus, sondern schmeckt auch ziemlich lecker. Oder auch, wir können auch eine Wildkräutersuppe machen und den Rotklee dazugeben. Dann kann man auch als Kompressen zum Beispiel das machen, also ein Matsch aus Rotkleeblüten, wenn man rheumatische Beschwerden hat und möchte die lindern. Früher hat man auch Sitzbäder, also man hat dann praktisch Rotklee warm aufgegossen und sich dann reingesetzt. Das waren gerade in der Frauenheilkunde für Ausfluss und solche Dinge halt so ein Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird. Wenn ihr in die Apotheken geht, seht ihr ganz oft auch in Cremes und Pasten Rotklee. Aber auch für das Haarwachstum soll das ganz gut sein. Es ist also auch in diesen Apotheken teuren Produkten drin. So, Rotklee sagt man allerdings auch nach. Da sind die neuesten Studien, dass sie gewisse Krebssorten fördern. Allerdings müsstet ihr dann schon so dieses ganze Feld da aufessen, was ich da gefilmt habe. Und ich glaube, das macht kein Mensch. So, also, ich verabschiede mich jetzt aus dem Rotklee heraus. Vergesst nicht zu folgen, zu abonnieren, um keine weiteren Tipps zu vergessen. Wir verabschieden uns langsam aber sicher aus der Blüten- und Kräutergeschichte und gehen rein in die Beeren, in die Früchte und so weiter. Allerdings haben die auch sehr, sehr viele Heilkräfte, abgesehen davon, dass sie super lecker schmecken. Es gibt auch immer mehr Videos über unsere Landwirtschaft, über unsere Bauern, über meine Heimat. Und nicht vergessen, wir sind nächste Woche in Würzburg. Da wird es wieder Gratistipps geben. Und Anfang August in Zürich. Dann hatten wir jetzt die letzte Zeit sehr stark alles Mögliche über Heilkräuter. Dann wird es ab nächste Woche losgehen, Detlefs Weinkeller-Rubrik zu befüllen und Gratistipps und Reisen. Somit wieder für jeden was dabei. Dementsprechend, wir sehen uns in alter Frische. Ich freue mich auf euch. Bis bald.